Ja Leute, heute geht's weiter in der Roblox Studio Lernserie und dieses Mal geht es um Methoden und darum, was das hier bedeutet. Zuallererst stellt sich die Frage, was sind Methoden? Und dafür gehen wir mal in den ServerScript Service und öffnen unser Spielerdaten Module Script. Denn Methoden sind nichts anderes als Funktionen in Dictionaries, die aber auf eine bestimmte Art eingebaut werden. Es gibt eine kleine Besonderheit in Roblox Lua. Wir wissen ja, wir können in einem Dictionary Funktionen speichern. Wir könnten jetzt sagen, Spielerdaten.Funktion ist gleich Function und da können wir dann irgendwas reinschreiben und dann haben wir eine Funktion darin gespeichert. Die können wir dann auch ganz normal ausführen, indem wir sagen, Spielerdaten.Funktion, Klammer auf, Klammer zu. Bei einer Methode schreibt man aber nicht Spielerdaten.Funktion und man invoked sie auch nicht mit Spielerdaten.Funktion, sondern mit Spielerdaten.Funktion. Und da wird mir das jetzt schon unterstrichen, weil man kann so keine Methoden deklarieren. Eine Methode deklariert man nämlich ein wenig anders, indem man sagt Function, und das ist keine lokale Funktion, weil sie ist immer an das Dictionary gebunden, an den Table gebunden, in dem sich diese Methode drin befindet. Und der ist ja entweder local oder global. Deswegen kann man hier nicht local dazu schreiben. Dann Spielerdaten, Doppelpunkt und dann der Name von eurer Methode, zum Beispiel Print Daten. Und dann kann man Enter drücken und man hat seine Methode. Genauso wird sie deklariert mit einem Doppelpunkt, dem Namen, Klammer auf, Klammer zu. Und man kann wie bei einer normalen Funktion hier dann natürlich auch noch die ganzen Parameter reinschreiben. Zum Beispiel kann man hier reinschreiben, ich hätte gerne die Daten von einem Spieler. Also können wir sagen, yo, Spieler, und dann macht er einfach Print Daten vom Spieler.Name, Doppelpunkt, und dann können wir einfach printen Spielerdaten in eckigen Klammern Spieler. Um so eine Methode zu invoken, benutzt man wie gesagt nicht einen Punkt, sondern einen Doppelpunkt, genauso wie auch beim Deklarieren. Das heißt, man würde dann nicht mehr schreiben Spielerdaten Punkt Print Daten. Hier steht zwar, dass es funktioniert, aber ihr seht, da oben steht schon, erstes Argument ist Self A und zweites Argument ist Spieler und das muss ein Table sein, welcher den Index Namen hat. Und das führt zu Fehlern. Wenn ihr mit Methoden arbeitet, solltet ihr immer einen Doppelpunkt verwenden und dann steht hier als erstes Argument nur Spieler. Warum da eben Self A stand, darauf gehen wir gleich ein, aber erstmal probieren wir das aus. Und wir werden diese Methode nicht hier ausführen, sondern wir werden direkt hier in PlayerEdit die Methode ausführen. Das heißt, sobald der Spieler hinzugefügt wurde, sagen wir immer PrintDaten und dann Player. Das heißt, sobald der Spieler zum Spiel hinzugefügt wird, kriegt er die Spielerdaten Geld und Level und dann werden die Spielerdaten über die PrintDaten-Methode einmal geprintet. Wir gehen mal ins Spiel rein. So, ich bin im Spiel drin, wir können in den Output reingucken und hier unten steht schon zwischen ganz vielen anderen Kram. Ich zoome mal ein bisschen ran, scroll hoch. Daten von Roblox Conny, Doppelpunkt, und dann ist hier der Table mit Geld und Level. Das funktioniert auf jeden Fall. Die Methode wurde invoked, wir haben keinen Fehler gehabt und alles hat funktioniert. Aber was ist jetzt so besonders an Methoden und warum benutzen wir nicht einfach Funktionen? Und jetzt kommt die Besonderheit von Methoden und die hat was mit dem Self von vorhin zu tun. Wenn man eine Methode verwendet, dann ist diese Methode direkt verbunden mit dem Modul, in dem sie sich befindet. Beziehungsweise direkt verbunden in dem Dictionary oder den Table, in dem sie sich befindet. Die gehört einfach dazu. Und jede Methode, wenn sie mit einem Doppelpunkt invoked wird, hat ein unsichtbares erstes Argument, das heißt Self. Und das werden wir in einer weiteren Funktion einfach mal zeigen. Funktion, Spielerdaten, Doppelpunkt, Print Self. Und hier können wir jetzt einfach sagen Print Self. Und das ist der Punkt. Heute lernen wir, was Self ist. Wir können aus einer Methode heraus auf eine Variable zugreifen, die Self heißt. Und Self ist immer das Dictionary, in dem sich die Methode drin befindet. Das heißt, in dem Fall wäre es Spielerdaten. Das heißt, es würde jetzt einfach Spielerdaten printen. Man könnte genauso einfach sagen Print Spielerdaten. Und es würde das gleiche machen. Aber man kann auch weniger tippen und sagen Print Self. Funktioniert auch. Damit lernen wir noch eine Sache über Self. Self ist keine schwarze Magie, die euch irgendetwas bietet, was ihr ohne Self nicht habt. Self ist einfach eine andere Möglichkeit, auf das Dictionary zuzugreifen, in dem sich eine Methode drin befindet. Man kann genauso einfach den Namen des Dictionaries nehmen, wie genau hier. Das heißt, hier oben, wo ich Spielerdaten Spieler stehen habe, kann ich auch Self Spieler hinschreiben. Und das wird auch funktionieren. Das probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen jetzt einfach mal die PrintSelf-Methode und sagen task.wait 10 Sekunden, nachdem der Spieler hinzugefügt wurde und die Daten geprintet wurden, sagen wir auch einfach mal PrintSelf. Ich mache die 10 Sekunden, damit der Output einfach geleert werden kann. Ich mache hier unten Rechtsklick, Ausgabe leeren, dann ziehe ich die Ausgabe hoch und nach 10 Sekunden sollte die PrintSelf-Funktion ausgeführt werden und dann wird gleich einfach das Modul geprintet. Da haben wir es auch schon. PrintSelf printet das Modul an sich und in dem Modul befindet sich drei Sachen, und zwar einmal zum Index PrintDaten eine Funktion, beziehungsweise in unserem Fall eine Methode, PrintSelf auch eine Funktion, in dem Fall halt auch wieder eine Methode, weil sie mit einem Doppelpunkt deklariert wurde, und dann noch eine Instanz, das ist der Spieler Roblox Conny und bei dem sind dann die Daten drin gespeichert.
Das heißt, self ist einfach nur das Dictionary, in dem sich die Methode drin befindet. So weit, so einfach. Und sehr viel mehr müsst ihr eigentlich über Methoden gar nicht wissen. Der Grund, weshalb Methoden wichtig sind, ist, dass ihr damit sehr viel organisierter arbeiten könnt. Ihr könnt eure Daten sehr viel besser organisieren und Methoden sind einfach dafür nützlich, Code nicht 100-mal schreiben zu müssen, sondern einfach wiederverwenden zu können auf verschiedene Objekte. Objektorientiertes Programmieren haben wir jetzt noch nicht gelernt. Ich werde vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen darauf eingehen, aber gerade wenn es darum geht, größere Projekte zu schreiben, bei solchen kleinen Sachen wie diesem Shop hier und so, allem, was wir bisher gemacht haben, ist objektorientiertes Programmieren Overkill. Das braucht man gar nicht. Aber wenn es dann darum geht, was Großes zu machen, komplexe Systeme, dann ist objektorientiertes Programmieren ganz praktisch, weil dann kann man einfach ein Objekt erstellen und aus dem Objekt ganz viele Kinderobjekte machen, die davon abwandeln. Und dann kann man am Ende, wenn man irgendwas updaten will, das eine Objekt anpassen und dann ist der ganze Rest auch angepasst. Aber das lernen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt geht es nur noch um so ein paar kleine Besonderheiten, die ihr beachten müsst bei diesem Doppelpunkt und dem Punktding. Allgemein solltet ihr einfach nur wissen, wenn eine Methode mit einem Doppelpunkt deklariert wurde, dann führt sie immer bitte auch mit einem Doppelpunkt aus. Wenn sie mit einem Punkt deklariert wurde, dann führt sie mit einem Punkt aus und ihr werdet keine Probleme haben. Aber es gibt Situationen, in denen ihr es nicht machen wollt oder so aus irgendwelchen Gründen. Und eine Methode ist nichts anderes als eine Funktion im Endeffekt. Lua unterscheidet nicht wirklich zwischen Methode und Funktion. Lua macht nur ein paar Kleinigkeiten, die es uns leichter machen, zwischen diesen zwei Sachen zu unterscheiden. Deswegen steht hier unten auch im Output Funktion, weil das ja auch nur Funktionen sind. Aber wenn wir jetzt noch einmal Spielerdaten.printself hinschreiben, dann seht ihr hier oben, dass das erste Argument self ist und das sind die Spielerdaten. Und das ist die Sache, die Lua für uns macht. Wenn wir eine Methode mit einem Doppelpunkt deklarieren, dann wird als erstes Argument, ohne dass wir es selber schreiben müssen, immer self festgelegt. Und self ist immer das Modul. Wir können auch eine Funktion ganz normal wie eine Funktion deklarieren und selbst daraus eine Methode machen. Indem wir zum Beispiel sagen, Spielerdaten.giveMoney ist jetzt unsere nächste Methode, ist gleich Function. Und damit haben wir es mit einem Punkt deklariert. Aber wir können jetzt einfach schreiben, erstes Argument ist self und zweites Argument ist Spieler. Und schon haben wir daraus eine Methode gemacht. Das war's. Jetzt können wir hier reinschreiben, am besten als drittes Argument noch wie viel. So, jetzt können wir hier zum Beispiel reinschreiben, self in Klammern Spieler.geld plus ist gleich amount. Und das funktioniert dann einfach. So können wir auch self verwenden. Und es weiß auch, dass self Spielerdaten ist, unter der Voraussetzung, dass wir self auch als Spielerdaten festlegen. Weil, wenn wir eine Methode mit einem Doppelpunkt deklarieren, wird als erstes Argument unsichtbar self festgelegt. Wenn wir eine Methode mit einem Doppelpunkt ausführen, weiß Lua, okay, das erste unsichtbare, nicht angegebene Argument soll das Dictionary an sich sein. Wenn wir die Methode aber mit einem Punkt ausführen, Spielerdaten.giveMoney, dann wird er nicht automatisch als erstes Argument Spielerdaten angeben, sondern er erwartet von uns, dass wir als erstes Argument selbst irgendwas angeben. Und das heißt self. Und das ist sehr nett, dass Lua uns darauf hinweist, dass das erste Argument self heißt, weil das ist für uns ein Hinweis darauf, dass es eine Methode ist und wir es eigentlich mit einem Doppelpunkt giveMoney ausführen sollen. Und dann erwartet er von uns nur Spieler und Amount und macht self automatisch zu den Spielerdaten. Und dann müssen wir einfach nur Player, 100 schreiben und dann wird dem Spieler 100 Geld gegeben. Aber man kann eine Methode genauso auch mit einem Punkt ausführen. Dann sagen wir noch einmal printDaten. Und dann müssen wir, wenn wir wollen, dass es richtig funktioniert, als erstes Argument die Spielerdaten an sich angeben und als zweites Argument dann das eigentlich erste Argument, und zwar den Spieler. Verstanden? Falls nicht, ist es nicht so schlimm, weil das, was ich hier gemacht habe, ist Hexerei und das sollte man einfach nicht machen. Solange ihr euch einfach daran haltet, dass wenn ihr eine Methode mit einem Doppelpunkt deklariert, sie auch mit einem Doppelpunkt ausführt, und wenn ihr sie mit einem Punkt deklariert, ihr sie auch mit einem Punkt ausführt, dann wird es keine Probleme geben. Wenn ihr es aber anders macht, so wie ich hier, dass ich sie mit einem Punkt deklariere und mit einem Doppelpunkt ausführe, dann müsst ihr einfach daran denken, dass das erste Argument, wenn ihr es mit einem Doppelpunkt ausführt, immer das Modul an sich ist. Und wenn ihr eine mit Doppelpunkt deklarierte Funktion mit einem Punkt ausführt, müsst ihr einfach daran denken, als erstes Argument das Modul an sich anzugeben. Und dann funktioniert es auch. Aber das sollte man so auf jeden Fall nicht machen. Ich werde auf jeden Fall einmal hier printSelf machen nach 10 Sekunden, dann gebe ich dem Spieler 100 Geld, dann printe ich die Daten nochmal, dann gebe ich den Spieler nochmal 100 Geld, aber diesmal führe ich es mit einem Punkt aus und gebe als erstes Argument natürlich die Spielerdaten an, damit es auch funktioniert, und werde dann am Ende nochmal die Daten mit einem Doppelpunkt printen. So, schauen wir mal, was passiert. So, wir lernen Output, ziehen es hoch
und dann warten wir einfach mal 10 Sekunden. Da sind schon unsere Prints. Nicht vergessen, erst wird Self geprintet. Das heißt, Give Money, Print Daten, Print Self und der Spieler mit seinen Daten, wo das Geld 100 ist. Dann wird dem Spieler 100 Geld gegeben. Das heißt, Daten von Roblox Conny sind jetzt 200 Geld. Und dann wird dem Spieler nochmal Geld gegeben. Das heißt, Daten von Roblox Conny sind jetzt 300 Geld. Es hat alles funktioniert, weil wir es richtig gemacht haben. Aber wenn wir es falsch machen würden, würden wir natürlich Fehler bekommen. Und so ein Punkt-Doppelpunkt-Fehler wird häufig mal ganz schnell übersehen und dann weiß man echt nicht, woran das liegt. Ich hatte neulich erst wieder auf unserem Discord-Server jemanden, der gefragt hat, warum es nicht funktioniert, und der hat einfach einen Punkt statt einen Doppelpunkt verwendet. Kleines Beispiel, wenn wir hier Print-Daten ausführen und als erstes Argument einfach Spieler angeben, funktioniert das natürlich nicht. Und wenn wir Give Money mit einem Punkt ausführen und als erstes Argument die Spielerdaten weglassen, funktioniert das natürlich auch nicht. Wir führen das Ganze noch einmal aus, um zu sehen, was passiert. Und jetzt sollten wir ein paar Fehler bekommen, wenn wir es hochziehen, Ausgabe leeren und dann nochmal 10 Sekunden warten. Und da haben wir es. Also erstmal werden die Daten geprintet und dann steht da Attempt to index nil with name. Und dann fragt man sich so, hä? Es wurde versucht, nil mit name zu indexen. Das heißt, wir klicken hier rauf, sehen dann an der Stelle, wird versucht etwas mit name zu indexen, aber Spieler ist doch nicht nil. Wir haben den Spieler geliefert. Dann gucken wir einmal, wo wurde die Funktion ausgeführt. In Zeile 39 wurde die Funktion gecallt. Gehen wir mal zu Zeile 39 hin und sehen hier, Spielerdaten.printdaten Spieler. Spieler ist doch angegeben, aber es ist der Punkt, der den Unterschied macht. Da ist ein Punkt. Das heißt, die einzigen Argumente, die mitgeliefert werden, sind der Spieler. Aber diese Funktion ist keine Funktion, sondern eine Methode. Das heißt, sie erwartet zwei Argumente, und zwar Self und Spieler. Und deswegen wurde nil mit name geindexed. Wie gesagt, ihr müsst es nicht hundertprozentig verstehen. Ihr müsst nur verstehen, wie man Methoden deklariert, wie man Funktionen deklariert. Und dass man Methoden immer mit einem Doppelpunkt und Funktionen immer mit einem Punkt ausführt. Und wenn ihr euch daran haltet, ist alles cool. Ich lösche jetzt mal den überflüssigen Code hier raus. Ah, ich bin noch im Testmodus. Entschuldigung, natürlich erstmal stoppen. Jetzt lösche ich den überflüssigen Code hier raus. Das hier auch alles. So. Und als Hausaufgabe gebe ich euch was sehr Leichtes auf. Ich möchte, dass ihr als Hausaufgabe ein Module-Script erstellt. Das Module-Script heißt dann zum Beispiel Auto. Es kann aber auch irgendwas anderes sein. Es muss einfach nur irgendein Objekt sein. In dem Objekt sind natürlich irgendwelche Eigenschaften drin, wie zum Beispiel Marke ist gleich Audi, Baujahr ist gleich 2020 und Farbe ist gleich schwarz. Und ich möchte von euch, dass ihr Methoden zu diesem Modul hinzufügt, die einfach Informationen über dieses Auto rausprinten oder Sachen daran bearbeiten, und dass ihr dann in einem anderen Script das Modul required und dort dann halt diese Methoden ausführt. Einfach nur, um zu testen, ob ihr das mit den Methoden verstanden habt. Zum Beispiel könnt ihr einfach was Leichtes machen, wie Auto vorstellen, eine Funktion, die einfach in den Output printet. Das hier ist ein Auto der Marke so und so, aus dem Jahr so und so. Das heißt, es ist jetzt so und so viele Jahre alt. Könntet ihr zum Beispiel machen. Man kann ja eine Methode machen, die einfach das Baujahr vom aktuellen Jahr abzieht und dadurch dann das Alter des Autos ausgibt. Ohne dass das Alter hier drin steht. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server kommen und in den Hausaufgaben-Channel im Roblox-Studio-Forum dann eure Hausaufgaben reinpasten. Ich gucke sie mir dann vielleicht irgendwann mal an. Gibt aber auch andere Leute, die sich das angucken und euch Feedback geben können. Das wäre es erstmal mit dem Video. Das nächste Video, das ist dann hier schon eingeblendet. Wenn nicht, dann ist es das letzte Video. Bis dann und ciao!